Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scrap Mechanic. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euer Xaukopf, wir machen auch gleich Schluss. Und zwar heute, meine Freunde, weiter mit dem Starliner. Chaser geworden. Chaser bis jetzt geworden. Das ist vielleicht das Richtige. Und ich habe jetzt innen auch schon mal die Lampen reduziert. Also es wird hier nicht mehr überflutet, ne, mit Licht, sondern es sind einfach nur noch Streifen, die so ein bisschen leuchten. Das macht das Ganze ein bisschen schöner. Hier vorne habe ich noch schon mal hier so ein Rand hingemacht. Ne? Sieht schon mal sehr, sehr, sehr gut aus. So, ich möchte heute als allererstes den Motor hinten einbauen. Und will dann nämlich auch endlich mal eine Runde drehen. Da bin ich schon ziemlich heiß drauf. Und jetzt machen wir mal hier an der Seite vielleicht so einen kleinen Grill hin. Schauen wir mal. Und natürlich hier die da. Oder man nimmt hier sowas. Nehmen wir das hier. Das finde ich eigentlich ganz geil. So eine Frage. Also, machen wir es mal so. Kann man das... Geht, ne? Kann man außen hinsetzen. Ja, das ist okay. Genau, das sieht cool aus. So, auf der anderen Seite machen wir das auch noch. Wenn wir schon solche Teile haben, dann nutzen wir sie natürlich auch. Jawohl. So. Zack, bam, bim, bam, bum. Genau, das sieht gut aus. Das gefällt mir. So, was machen wir als Motor? Wie machen wir das? Wie gestalten wir ihn? Wie basteln wir das Ding? Ja. Das ist die Frage. Machen wir einen Reihenmotor hier rein oder machen wir so einen keine Ahnung, Motor rein? Das ist wirklich jetzt die Frage. Wie basteln wir sowas vernünftig? Machen wir hier zu, lassen wir das da offen. So jetzt machen. Genau, dann machen wir hier jetzt. Ich weiß auch nicht. Wie bastelt man hier so einen Motor rein? Ich habe auch noch nie so richtig so einen Busmotor begutachtet. Wie würde der da drin liegen? Liegt der da wie ein normaler Motor drin, oder? Machen wir es jetzt mal so. Ich habe keine Ahnung. So, ich weiß auch nicht. Ich vermute mal, dass das Ding wahrscheinlich nur Heck hätte. Ich glaube nicht, dass der Bus ein Allrad hat. Aber keine Ahnung. Schauen wir mal, wie sich das jetzt so fahren lassen würde. Ziemlich langsam bis jetzt. Und er wird ja noch schwerer. Aber fährt sich gut. Also ich glaube, er fährt sich ganz passabel. Ja, ich glaube, dass der recht angenehm sich fahren lässt. Geschwindigkeit würde so jetzt sogar passen, aber ich glaube, das wird, wenn wir dann noch die Seitentüren drin haben und so, wird das nicht mehr reichen. Das können wir eigentlich jetzt mal machen, hier die Seitenklappen. Er hat da auch eine ganz besondere Technik, ich weiß nur nicht.
ob wir die umsetzen können. Können wir hier wegmachen? Können wir da wegmachen? Da dürfen wir zum Beispiel nicht wegmachen. Dürfen wir bei zweiten, dritten, vierten, fünften. 1, 2, 3, 4, 5. Was haben wir beim 6. Dann machen wir mal, gucken wir beim 6. rein. So, dann machen wir das hier. Wir haben nämlich eine ganz, ganz faszinierende Technik. Ich weiß halt nur nicht, wie wir das vernünftig umsetzen können. Wir haben nämlich so eine Technik, die wenig Platz braucht, ja. Die geht eigentlich so ein bisschen ja, wie eine Schiebetür nur nach oben hinweg. Aber mit Ausklappfunktion. Also das ist ganz komisch. Ist auch schwer jetzt zu beschreiben, wie ich das meine. Probieren wir das einfach mal. Mal Controller. Das Schöne ist, jetzt haben wir hinten natürlich sehr viel Platz für Technik. Das ist gut. So, machen wir mal. Klatschen wir einfach mal ein bisschen was hin. So. Sagen wir jetzt. Sagen wir 2 und 3 ist Pisten, ja. Also sind wir ja auch hier. Würde ich als erstes mal 1 ausfahren lassen. Oder vielleicht sogar 2. Und dann. Wir brauchen. Ah, das ist gar nicht so einfach. Wie kann man das am einfachsten umsetzen, ja? Oh. Jetzt habe ich einen Block zu viel weggemacht. Also ich hätte das gerne so. Also das soll eigentlich so ein Stück rausfahren und dann so hoch. So ein bisschen, ja. Also. Ja. Eigentlich könnte man das vielleicht dann. Kriegen wir das dann drauf? Schauen wir mal. Das könnte vielleicht gehen, wenn wir das. Ich hab's doch auf den linken drauf. Und nein, das ist auf dem rechten drauf gefallen. So, wo haben wir es denn? Wenn das so macht, dann so und dann geht hier das so. Das könnte gehen, das würde sogar recht heiß aussehen. Oh, jetzt fallen wir um. Ja, das würde gehen. Das würde echt gut aussehen. So, dann haben wir 1. Ja, das ist zum Ausfahren. Und dann haben wir hier
3 und 4 zum Hochfahren. Also 1 und 2, machen wir hier 2 rein und dann gehen wir mal 5 nach oben. So, probieren wir das mal aus. Ha, das geht ja gar nicht. Das geht ja so gar nicht. Apropos. Achso. Keine Ahnung warum. Das geht ja so nicht. Das müssen wir anders da machen. Also das geht, wir können das schon so umbauen, ja, das. Ach man. Also man könnte das schon. Kann das schon so bauen. Man muss nur das tauschen, damit das nach außen geht. Das darf sich ja, kann sich ja nicht in eine Richtung bewegen. So eine Frage, wie macht man das vom Platz hier? Dann so. So, da drauf. Den guten Block. Genau, so müsste es gehen. So, dann nehmen wir hier Höhe. Nee, so wird es nicht gehen. Ah, ich muss schauen, dass wir da nicht so viel Platz verschwenden. Ich mache so einen Rand. Und das, die Technik ist eigentlich da oben. Ah! Und nicht da irgendwo am Rand, aber das ist halt dann so, ne? Da müssen wir halt. Hilft nix. Na, ist das halt so. Dann, nee, noch eins weiter hinten. So. Dann hier. Mann, da können wir. Gehen wir hier unten rein. So, dann machen wir es so. Ganz sparsam. Könnte man das auch oben umsetzen? Weil ich will eigentlich nicht, dass die Stangen hier unten sind. Das will ich eigentlich nicht. Warte mal, das können wir vielleicht auch umsetzen. Warte mal. Pass auf. Pass mal. So, warte. Das ist die richtige Entfernung. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Es muss doch hier irgendwie umzusetzen gehen. So, wir machen den so. Und den so. So, dann machen wir hier einen Block weg, einen Block weg. Das muss gehen. So, dann hier und hier. So, jetzt sieht das so, wo man denkt so, das sieht aber komisch aus. Ja, das ist wirklich ein bisschen komisch. Aber ich habe eine Idee. Passt das bei beiden? Ja, genau. So, dann machen wir das hier so. Und so. Und dann setzen wir hier
schräge Platten drauf. So runde, platte Platten. Was kann man da noch ein bisschen verzieren? So, schauen wir mal. Also, wir fahren als erstes nach außen. Und dann nach oben. So. Genau, also das würde gehen, normalerweise, warum es jetzt nicht geht, weiß ich nicht. Ach so, oh nee, weil wir ja hier, warte, wir müssen hier im Prinzip, eine Schiene gewähren. So. Dann würde es gehen, genau. So würde es gehen. Liften wir mal den Kahn. Dann sieht man auch sehr wenig von der Technik. Das ist eigentlich ziemlich geil. So, nochmal absetzen. Schauen wir mal. Genau. Ja, das ist cool. Da sieht man wirklich sau wenig von der Technik, ne? So, jetzt müssen wir bis unten gehen. So, schauen wir mal. Müssen wir natürlich die Höhe noch einstellen, weil so kommt man nicht sehr weit. So, dann haben wir hier die 2. 5. Genau. Würde ich das so machen. Ja, einwandfrei. So, und das machen wir dann hier komplett verzieren hier. Mit den. So, also nur hier, ne? Warte mal. Obwohl, warte mal, wir müssen hier rein theoretisch. Ja, das müssen wir komplett so verzieren. Fummelarbeit. So, warte. Dann machen wir das wieder so wie damals mal. Wir machen uns die Fläche hier. Das brauchen wir 1, 2, 3, 4. Oder 4 sind es, ne? 1, 2, 3, 4, genau. Und 1, 2, 3, 4. 5, 6. Also 4 mal 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 weniger. So. Sehr schön. Einmal. Zweimal. Jetzt haben wir hier ein Block zu viel. Warte mal. Jetzt müssen wir überlegen. Müsste so passen. So, schauen wir mal. Jawoll! Genau. Jetzt müssen wir überlegen, machen wir das komplett so, ne? Oder anders da. Ja gut, das wäre eigentlich auch nicht schlecht, wenn man das hier auch noch mit Technik, mit den Leisten hier versieht, ne? Eventuell macht man dann die komplette Tür an der Seite so.
Damit man das einfach wirklich nicht sieht. So, normal müssten wir jetzt das hier so einfach ziehen können. Zack. Komm, so, voilà. Genau, ja, das ist doch gut. Das gefällt mir. Würde ich echt die komplette Seite so machen, denke ich. Kann man das komplett dann austauschen? Aufpassen, was wir wegmachen. Schauen wir mal. Aber ich glaube, so kann es nicht gehen. Oder? Nee. Ja, irgendwo. Warte mal, ich glaube. Ich muss noch aufpassen. Ich habe Angst da. Genau, die Reihe kann. Weg, genau. Und dann kann man das hier unten nämlich auch wegmachen. So. Genau. Dann passt das. Würde ich das hier auch noch... Ah ne, das geht nicht. Das geht nicht. Das muss natürlich zubleiben. So. Aber wir können... Hier nochmal... Warte mal. Damit es einfacher wird. Kurz so. Und so. Es geht dann schneller. Und das kurz dran machen. Und nur gucken, wie wir die Blöcke wegkriegen. So geht das nicht. So kriegen wir jetzt, geht's ja nicht, eh nicht auf. Aber warte, so können wir. Oh. Sowieso was falsch gelaufen. Nicht abhauen. Mach dich noch. Boah, Millimeterarbeit. So, jetzt müssen wir hier das auch nochmal machen. Ich glaube, wir haben das an den falschen Pisten angelegt. Nicht abhauen. Schön bleiben. So. Jawohl. So passt das. Haha. Nice. Das machen wir dann auch designmäßig schön, ne? Damit das auch gut aussieht. Jetzt könnte man sich überlegen, ob wir vielleicht sogar noch eins hochgehen.
Mann, Mann, wie schwer kann es sein, auf die 7 zu gehen? Super nice. Du könntest sogar noch auf 8 stellen. Ja, eigentlich auf die 7. So, jetzt passt's. Aber er wollte nicht so richtig. So, okay. Genau, jetzt machen wir hier wieder zu. Bau. Nicht, dass da drin kalt wird. So. Oh. Hier muss ich eine Lücke lassen. Zwei Blöcke. So, damit er ja da sich reinsetzen kann. So, jawohl. Jetzt schauen wir mal, ob man das von innen sieht. Ein bisschen sieht man's. Aber das ist okay. Das sieht man nur, wenn man es weiß. Ja, wirklich geil. Das hat natürlich jetzt ganz schön Zeit gekostet. Kann man nichts sagen. Das war jetzt etwas aufwendiger. Da werde ich die andere Seite außerhalb der Folge machen. Ja, very nice. Super cool. Genau, das müsste eigentlich ziemlich leicht sein, wenn ich das einfach dann abbaue und dann auf der anderen Seite kopiere. Das müsste eigentlich ganz gut gehen. So, okay, dann machen wir wieder zu. Klick, knack. Machen wir den Schalter weg. So. Genau. Jetzt sieht das natürlich alles so ein bisschen komisch aus. Sollen wir uns da ein bisschen was einfallen lassen müssen? Ist das nicht egal, geile Mucke? Ich mag das. Das ist schon geil. So. So, machen wir das hier. Das sieht gut aus. Also einfach so ein bisschen, dass man sich nicht fragt, hey, wieso sieht das dort jetzt so komisch aus? Dass man einfach hier so ein bisschen Design mit reinbringt. Ja, das ist doch geil. Das sieht gut aus. Das sieht schnell aus, vor allem. Das könnte man vielleicht... Das sieht jetzt aus wie so ein Rennbus. Aber es sieht total modern aus. Das sieht richtig gut aus. I like that. Also wirklich. Wirklich geil.
Das sieht gut aus. Das gefällt mir, das finde ich geil. Das ist gar nicht so schlecht. Sieht interessant aus, auf jeden Fall. Cool. Na, dann müssen wir auf der anderen Seite einen Spiegel, ne? Das machen wir nicht jetzt, aber dann in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Tür. Oh weh. Oh weh, oh weh. Die machen wir auch so schiebetürmäßig. Geht nach außen und dann so zur Seite weg. Brauchen wir wieder Pistons. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Bist du eigentlich schon? Top passen. So die Frage, aus Glas oder nicht? Wie meinst du aus Glas? Und dann habe ich nur so einen kleinen Gedanken. So. Die meisten verstecken ja ihren Knopf hier unten hin irgendwo. Machen wir das auch mal. So, also eins ausfahren und dann 5 rüber oder so. Oh. Nicht ganz richtig. Aber es würde schon funktionieren. Wir müssen es nur austauschen. Und zwar, ist das hier die 5? Und das die 1. So, genau. Oh, es ist sexy. Jawohl. So, und jetzt zack zu und. Puh, super geil. Und wieder ausfahren. Puh, easy. Passt! So, jetzt haben wir nur hier halt keine Stufe mehr. Ein bisschen blöd. So kann man nicht machen, ne? Das geht nicht. Aber ich habe eine Idee.
doch eins weiter hinten. Jetzt machen wir mal hier einen Pisten hin. Und das hier. So. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und das verbinden wir jetzt hier mal drauf. So, und der fährt dann aus, ja. Also auf diese Position hin. Mal gucken, wie weit wir gehen müssen. 2, 3, 4. So. Ja, genau. Und das Geile ist, die Technik ist wieder verschwunden. Ne? Das ist so. Das ist einfach so geil. So, jetzt machen wir Knopf aus. Schauen wir mal. Zack. Hammermäßig. Man sieht keine Technik. Komplett verschwindibus. Boah. Das ist wirklich geil. Also wirklich hammermäßig. So. Und ich habe ja jetzt gesagt, ja, jetzt sieht es ein bisschen komisch aus mit dem Glasrand. Das sieht alles so ein bisschen schmal aus. Ist es eigentlich... Nee, das ist ein Spiegel. Können hier ja... mit so einem kleinen Rahmen arbeiten. So, dann sieht das nicht mehr so komisch aus. Oben würde ich eigentlich auch gern, aber das kann man nicht, geht nicht, kann man nicht machen. Da kann man leider auch keine Schräge hinmachen, da an dem Glas. Obwohl, wir könnten es probieren. Vielleicht schiebt er sich trotzdem drüber. Na, mal so sieht es schon ziemlich cool aus, gell? Ah, schiebt sich sogar drüber. Könnt man vielleicht sogar lassen. Aber es klemmt. Es klemmt. Es klemmt. Nee, denn. Das ist ja voll bescheuert, dass das so, dass sich das da so drücken lässt dann, ne? Wirklich. Dann machen wir es nur so. So. Geil. Super geil, ne? Wirklich hammermäßig. Machen wir den mal mit Sitz. Gut. Wie geil. Boah, wird das ein geiler Bus oder wird das ein geiler Bus? Also wirklich mal. Hammermäßig. Oh, lecker. Ja, wirklich. Vor allem, man sieht nichts von der Technik, ne? Es ist komplett weg unten. Ist komplett weg. Zack. Man sieht es nicht eine Sekunde hier. Wirklich, guck hier. Zack. Ja gut, da würde man es ganz kurz sehen. Weil das ist voll Magic. Geil. Okay. Cool. Ja, wir sind leider am Ende der Folge. Oh, sind nicht fertig geworden, aber... machen wir in der nächsten Folge weiter. Und da kommen wir hinten ein bisschen noch Motor an. Die andere Seite mache ich außerhalb der Folge. Und beim Färben müssten wir eigentlich in der nächsten Folge fertig werden, denke ich mal. Super cool. Ja, liebe Leute von heute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte ein Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Hm.